Hey und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch Lost Places im schwedischen Wald zeigen. Das hat auch einen Grund, denn diese Lost Places erwecke ich in meinem neuen Roman, der im Herbst erscheint, wieder zum Leben. Und ich habe ja recherchiert und viele Kirchenbücher studiert und im Reichsarchiv Bücher studiert und vom Heimatverein Bücher studiert. Und es gab hier bei uns im Wald richtig viele Höfe früher. Die sind alle verschwunden. Bei uns an der Straße sind es nur noch 3 Höfe, die bewohnt sind. Alle anderen sind irgendwo hier im Wald verschwunden. Und in den ganzen vergangenen Wochen, weshalb ihr in diesem Video auch sehen werdet, wie wir durch Schnee noch streifen, der jetzt verschwunden ist, haben Christian und ich nach diesen alten Plätzen und alten Höfen gesucht, die in meinem Roman auch eine Rolle spielen. Wir sind jetzt hier auf dem Nachbargrundstück zu unserem Grundstück und hier oben hat sich auch ein großer Hof befunden. 10 Kinder gab es damals hier, das liegt natürlich mehr als 100 Jahre zurück, 150 Jahre sogar. Und auch an diesem Platz gibt es eine Geschichte. Und diesen Platz und viele andere Plätze, die wir erkundet haben, möchte ich euch in diesem Video zeigen. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt gerne dran. Wir sind Uta und Christian und leben in Schweden. In unseren Videos nehmen wir euch mit in unser Leben und unsere Arbeit, zeigen Ausflugsziele und die wunderschöne Natur. Wir freuen uns, wenn ihr uns bei all dem begleitet. Es ist fast auf den Tag genau ein Jahr her, dass wir den Waldhof kauften und hier einzogen. Die Hofstelle kann man bis ins 15. Jahrhundert zurückverfolgen, aber natürlich sind die heutigen Gebäude nicht so alt, sondern wurden im Laufe der Jahrhunderte neu errichtet. Warum mir die Idee zu einem Roman über die Geschichte des Hofes und seiner Umgebung kam, lag daran, dass mir der Vorbesitzer eine schaurige Geschichte erzählte, die mehr als 150 Jahre zurückliegt. Er berichtete mir erst nach dem Kauf davon und die Geschichte war so gruselig, dass sie mich nicht losließ. Manch ein Schwede behauptete anschließend, daher gäbe es einige mysteriöse Probleme, wie der spontane Einbruch des neuen Brunnens nach unserem Einzug oder das ständig defekte Glasfaserkabel für Internet. Naja, das mag man glauben oder nicht. Ich begann jedenfalls zu recherchieren und entdeckte, dass die alten Geschichten wahr sind. Und so begann die Suche. Zunächst las ich mich durch Bücher des hiesigen Heimatvereins, in denen frühere Hofstellen und seine Bewohner beschrieben wurden. Danach forschte ich im Reichsarchiv, in denen die alten Kirchenbücher digitalisiert und für jeden zugänglich sind. Tatsächlich fand ich die vom Heimatverein erwähnten Namen vom Pastor beim jährlichen Hausverhör penibel eingetragen. Was es damit auf sich hat, erzähle ich ebenfalls im Roman. Beim Landesvermessungsamt fand ich alte Karten, leider nur bis ins 16. Jahrhundert zurück. Entweder wurde vorher nicht kartiert oder die Karten sind wie so viele Dokumente einem Brand zum Opfer gefallen. Schon auf den frühesten Karten fand ich unseren Hof und ganz anders verlaufende Wege als heute. Trotz der Karten war es gar nicht so leicht, alle Wege zu finden und ich bin dankbar, dass Christian mich auf unzähligen Streifzügen begleitet hat. Geeignet dafür sind nur die Wintermonate, denn wenn die Natur im Frühjahr erblüht, dann ist alles dicht zugewachsen. Vielleicht fragt ihr euch, warum ich die längst verlassenen Plätze gesucht habe. Die Antwort ist, dass ich ein Gefühl für die Orte bekommen wollte, über die ich im Roman schreibe. Die
diese Grundsteine eines ehemaligen Bootsmannhauses haben wir nur anhand der Karten gefunden, denn die Natur holt sich zurück, was ihr einst genommen wurde. Dies ist der alte Weg, der von unserem Grundstück aus zu dem einstigen alten Hof führte, den ich am Anfang erwähnt habe. Wenn man durch den Wald streift, entdeckt man an vielen Stellen alte Gegenstände, die längst ausgedient haben. Man spürt, dass ein Gefühl für die Entsorgung des Mülls gefehlt hat. Wer schon in Schweden gewesen ist, wird auch die alten Mauern kennen. Viele von ihnen liegen versteckt im Wald und waren in früheren Zeiten Eingrenzungen der Äcker und Weiden. Man errichtete sie aus Stein, die man dem Ackerland entnahm. Wer sich damals keinen Maurer leisten konnte, der schuftete selbst, um Ackerland zu gewinnen. Auch die Frauen und Kinder halfen dabei. Seit den 1950er Jahren stehen diese Mauern unter Schutz und es ist nicht erlaubt, Steine zu entnehmen oder neue Steine hinzulegen. Manchmal muss man schon genau hinschauen, um diese Zeugen der Zeit erkennen zu können. Nun aber zurück zu dem verlassenen Nachbarhof, den wir erstmals besuchten, als noch Schnee lag. Die Steine schlummerten unter der weißen Decke und verrieten nicht viel. Darum besuchten wir den Ort ein weiteres Mal und nun erzählte er uns etwas von seiner Geschichte. Auf den Grundmauern des ehemaligen Wohnhauses hat man später diese kleine Hütte gebaut, diese aber nicht vollendet. Einst lebte hier der Schneider Gustav mit seiner Frau Emma. Auf dem Friedhof im Dorf ist noch sein Grab zu finden. Das Paar hatte das Grundstück von einem Großbauern gekauft und errichtete an dieser Stelle sein Haus, einige Nebengebäude und einen Garten. Während der Schneider klein und dünn gewesen sein soll, muss seine Frau reichlich rund gewesen sein, denn es ist überliefert, dass der Pastor sie eine liebenswerte Matrone nannte, die ihm bei jedem Besuch leckeres Gebäck servierte. 10 Kinder bekam das Paar und Emma erkrankte nach dem letzten Kind schwer und verstarb. Bis in die 1940er Jahre lebte die jüngste Tochter unverheiratet auf diesem Hof, weshalb man ihn Idas Tomt nannte. Nach ihrem Tod verfiel der Hof und die Reste seht ihr hier. Musik
Ich weiß nicht, wie es euch ergeht, wenn ihr verlassene Orte besucht. Bei mir ist es so, dass ich ganz eingenommen bin von der Atmosphäre. In Gedanken sehe ich Menschen, die hier wirtschaften. Ich stelle mir vor, wie Kinder umherlaufen, wie der Hahn kräht und wie Tiere weiden. Heute ist es fast still, nur der Wind säuselt sein Lied und hin und wieder kreischt ein Vogel. Es gibt so viele solcher versteckten Plätze im Wald, die kaum zu finden sind. Manchmal gibt es nicht mal mehr Pfade, die den Weg weisen. Und mir macht es bewusst, dass alles vergänglich ist. Einige Plätze, die im Buch des Heimatvereins noch als sichtbar beschrieben sind, konnten wir nicht finden. Das liegt daran, dass die Bücher teilweise schon vor vielen Jahrzehnten geschrieben wurden und die Höfe längst nicht mehr bewohnt und verfallen sind. Nun kommen wir auf einen weiteren Hof, von dem ich dachte, dass er noch steht. Auch hier herrschte einst Leben mit einer großen Bauernfamilie in einem herrlichen Wohnhaus. Es gab ein Häuschen für das Dienstpersonal, Ställe und Schuppen. Dies sind die Reste des Wohnhauses. Ich fand verkohlte Balken und fragte mich, ob es abgebrannt war. Darum recherchierte ich und fand heraus, dass es 2003 tatsächlich einen Brand gegeben hat, bei dem das Haus vollkommen zerstört wurde und was noch viel schlimmer war, dass die letzte Bewohnerin, eine 92-jährige Frau, dabei ums Leben kam. Der Hof lässt sich bis ins 15. Jahrhundert zurückverfolgen. Wann das letzte Wohnhaus erbaut wurde, ist jedoch unklar, denn die Grundbucheintragung soll größtenteils erst 1909 begonnen haben. Insgesamt gab es im Haupthaus 9 Zimmer plus Küche, 3 offene Kamine und 7 Kachelöfen. Hier sind Christian und ich auf der Suche nach einer Jurtkülla. Das ist eine Erdhütte, in der Menschen wohnten, die so arm waren, dass sie sich kein Haus leisten konnten. Eine Jurtkülla wurde in einen Hang hineingegraben und war nur zur Front hin geöffnet. So boten 3 Wände Dämmung und im Winter konnte man die Hütte warm halten. In den Sommermonaten jedoch war es darin feucht und gesundheitsschädlich für die Bewohner.
Die Erdhütte, die wir suchen, soll eine Frau namens Mo Kaiser um 1800 hier in der Nähe des Baches mitten im Wald gegraben haben. Sie lebte dort mit zwei Töchtern und verdiente etwas Geld, indem sie für die Waldarbeiter kochte. Und ihre Steinöfen sollen deshalb an verschiedenen Stellen im Wald noch zu finden sein. Dies hier ist ein ähnliches Bauwerk, das aber einst ein Backhaus war. Zudem gibt es auch Erdkeller, die den Erdhütten ähnlich sind. Und es soll so gewesen sein, dass manche sich tatsächlich darin wohnlich eingerichtet haben. Wir waren mittlerweile mehrmals an diesem Platz und unsere Suche war leider erfolglos. Ich gehe davon aus, dass neben der Natur auch die Waldmaschinen ihr Übriges dazu getan haben, dass Mo Kaisers Erdhütte verschwunden ist. In meinem Roman jedoch findet sie ihren Platz. Nun besuchen wir einen verlassenen Ort, der vom Heimatverein gepflegt wird. Es ist eine alte Mühle. Eine solche Mühle gab es auch direkt in unserer Nachbarschaft und dort ereignete sich eine tragische Geschichte, die ebenfalls im Roman erzählt wird. Die Mühle ist allerdings verlassen und längst der Natur übergeben, weshalb wir uns diese vom Heimatverein gepflegte Mühle ansehen, die uns auch nah ist, denn es gab einst zahlreiche Mühlen. Vielleicht fragt ihr euch, warum es hier so viele verlassene Plätze gibt. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen gab es 1867 bis 69 die Notjahre mit Dürren und langen Wintern. Viele Menschen starben und noch mehr wanderten nach Amerika aus. Zudem zog es die Landbevölkerung mit der Industrialisierung in die Städte und für die Höfe gab es keine Nachkommen mehr. Geht es erstmal wieder nach Hause und ich bin gespannt, welche Schätze wir hier im Wald später noch entdecken werden. Thank you.
Nun sind wir am Ende des Videos angelangt und ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, uns bei der Suche und bei den Recherchen zu begleiten. Der Roman ist fast fertig geschrieben, es fehlen nur noch wenige Seiten. Dennoch dauert es natürlich, bis er auf dem Markt veröffentlicht werden kann, denn es folgen die Überarbeitungsschleifen und das ist die eigentliche Arbeit an einem Roman, die auch ziemlich auffällt. Dennoch macht es riesig Spaß und ich habe in diesem Video ja auch noch nicht alles erzählt, denn dann würde ich ja die Spannung aus dem Roman vorwegnehmen. Das würde mich freuen, wenn ihr es dann demnächst im Roman nachlest. Und bis zum nächsten Video verabschiede ich mich und sage Hej då aus Schweden.